So, hallo zusammen. Ich möchte euch hier mal kurz zwei Schweizer Produkte zeigen. Eins ein ganz altes, bekanntes, das ich schon ewig habe. Und was ganz Neues, kleines, leichtes, das ich jetzt erst vor kurzem von Benny geschenkt bekommen habe. Zuerst mal zu dem Großvater von Taschenmesser. Das war mein erstes überhaupt. Das trage ich jetzt, glaube ich, schon seit über 27 Jahren mit mir rum. Und diese beiden Klingen sind immer noch sauscharf wie am ersten Tag. Keine Ahnung, wie die das da hinkriegen, dass diese Messer ewig scharf bleiben. Aber unverwischliches Werkzeug, gehört in jeden Haushalt. Mindestens ein Victorinox. Bekannten Werkzeuge dran, wie Dosen, Öffner mit kleinem Schraubenzieher. Dann gibt es noch den typischen Flaschenöffner mit großem Schraubenzieher dran. Dieses Modell, ich habe keine Ahnung, wie dieses Modell heißt. Das hat dann noch eine Schere. Da ist im Laufe der Jahre irgendwann mal die Feder abgebrochen. Dann hat es noch eine Säge. Und die sind wirklich gut. Also 5, 6, 7, 8 cm Äste lassen sich mit so einem Ding cutten wie nix. Top Patent von diesen Sägen. Verhakt immer ein bisschen beim Reinmachen. Dann natürlich die kleine Klinge. Und die große Klinge. War damals irgendwie so ein Standard Taschenmesser, schon ein bisschen aus der, von einer besseren Version. Habe ich damals von meinem Vater zum Geburtstag bekommen. Und begleitet mich seit dort immer irgendwo im Rucksack oder momentan habe ich sie in der Bogenkiste. Gut, diese Zahnstocher-Pinzette, die sind irgendwann mal verloren gegangen. Die Ahle hat es noch. Bekanntes Schweizer Produkt. Kennt wohl jeder auf der ganzen Welt. Schweizer Taschenmesser. Einfach genial. Aber hier habe ich letztens neu von Benny bekommen. Auch ein Schweizer Messer. Nur aus einer ganz anderen Rubrik, sage ich mal. Es ist federleicht, es wiegt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, 5 Gramm oder sowas. Rotem durchsichtigen Kunststoff. Und erinnert ein bisschen an diese Cutter, die es so gibt. Hat aber keine typische Cutterklinge mit den Sollbruchstellen, um die zu kürzen, sondern ist ein, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich sage, das ist mein Notfall-Brotzeitmesser. Wenn man das hier rausschiebt, kommt da keine typische Cutterklinge, sondern so eine total schön gerundete Brotzeitmesserklinge zum Vorschein. Die Klinge ist ein Millimeter elastisch, hat einen ganz feinen Hohlschliff da vorne auf dem vorderen Zentimeter und ist rasierklingenscharf. Auf der Klinge steht Swiss Advanced, rostfrei und Solingen. Scheint also, dass das Metall für die Klinge oder die Klinge an sich vielleicht direkt schon in Solingen so vorbereitet wird. Ganz lustiges kleines Messerchen. Schön breit. Können wir gerade mal ausmessen. Damit kann man sich also auch mal eine Stulle schmieren. 1,5 cm breite Klinge. Und ausgefahren in der Länge ist sie fast 6 cm. Fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Ganz tolles kleines Ding. Kann man also wirklich, wenn jemand eine große Geldbörse hat oder so, da passt das rein. Oder an seinem Schlüsselanhänger noch so ein kleines Täschchen dran. Federleicht, spürt man nicht. Swiss Advanced Notfall-Brotzeitmesser. Immer am Mann. Passt überall irgendwo rein. Fällt nicht ins Gewicht. Und für einfache Schneidaufgaben oder Streichaufgaben. Tolles, kleines Mini-Messer. Sogar eine Hand zu bedienen, okay, in mehreren Etappen, aber es geht. Naja, rausschieben, hat ziemlich einen Widerstand,
Mal reinfahren, geht gut. Tolle Sachen, die sich die Schweizer einfallen lassen. Ist bestimmt auch interessant, wenn man sich das als Werbeartikel, kann man sich da wahrscheinlich den unzähligen Stückzahlen bestellen. Finde ich interessanter, wie immer die Kugelschreiber, die es als Werbegeschenke gibt. Das war's kurz zu den Schweizer Spielzeugen. Von der Größe her, naja, schenken sich nicht mal was, ne? Nicht so groß wie ein Schweizer Taschenmesser. Aber natürlich nur Bruchteil so stark. So. Bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.